Hallo Leute, ich bin mir sicher, dass jeder von euch schon im Telefonbuch gelesen hat. Wenn ihr also lesen könnt, dann lest in diesem Buch. Das ist viel besser als das Telefonbuch. Und für die ganz Faulen unter euch lese ich sogar euch was vor. Oh yeah, oh yeah. Und los geht's. Das ist einfach nicht wahr. Wir sind hier in New York und nicht in Indien, rief Jeff Webster, nachdem ich meine Aussage gemacht hatte. Müssen wir uns nach diesen absurden Lügen wirklich noch weitere Zeugen anhören? Dieser. Ich glaube, das wird nichts mit dir. Setz dich rüber, schau zu und lerne. So, Guido, zeige ich dir, wie das geht. Wenn man ein Buch präsentieren möchte, zeigt mir das zuerst einmal her. Lies den Titel vor. Ich bin mein eigener Erbe von Christian Scheuer. So, wir fangen bei der ersten Geschichte an. Top Story. Das ist einfach nicht wahr. Wir sind hier in New York und nicht in Indien, rief Jeff Webster, nachdem ich meine Aussage gemacht hatte. Müssen wir uns nach diesen absurden Lügen wirklich noch weitere Zeugen anhören? Dieser Peter Becker gehört in eine Anstalt für geistig Verwirrte. Und diese lächerliche Verhandlung könnte noch heute beendet sein. Es wurde laut im Gerichtssaal. Es war eine Mischung aus Lachen und allgemeinem Gemurmel. Der Richter klopfte mit seinem Hammer energisch auf den Tisch. Nur mit großer Mühe konnte er den Lärm wieder eindämmen. Ich, Peter Becker, wurde aufgefordert, den Zeugenstand zu verlassen und setzte mich wieder neben meinem Anwalt. Dr. Stone, der Rechtsvertreter von Jeff Webster, beruhigte seine Mandanten. Er setzte sich ebenfalls wieder hin und sah den Richter erwartungsvoll an. Wenn Sie nichts dagegen haben, Mr. Webster, dann möchten wir gerne mit der Vernehmung Ihres Majordomus beginnen, sagte der Richter in freundlichem, aber bestimmtem Ton. Ich werde ihn später beim Kreuzverhör fertig machen, flüsterte Dr. Stone seinem Klienten Jeff Webster zu. Vertrauen Sie mir, auch Ihr ehemaliger Majordomus wird diesem Peter Becker nicht helfen können. Mein Anwalt, Dr. Harris, nickte mir freundlich zu, während der Majordomus verteidigt wurde. Mir war gar nicht wohl zumute. Meine Hände fühlten sich feucht an. Ich bebte innerlich vor Aufregung. Von der Aussage dieses Zeugen hing meine weitere Zukunft ab. Viel zu lange hatte ich auf diesen Augenblick gewartet. Nun war es endlich soweit. Wenn der Richter und die Geschworenen dem Zeugen Glauben schenkten, dann hatte sich der ganze Aufwand gelohnt. Mein Anwalt Dr. Hagles, der mittlerweile zu einem guten Freund geworden war, bat den Majordomus, seine Version der Vorkommnisse wahrheitsgemäß zu erzählen. Der Majordomus war ein Herr in den besten Jahren, das Haar mit etwas Gel streng nach hinten gekämmt. Seine Gesichtszüge wirkten gütig und ehrlich. Ich war in seiner Dienstkleidung erschienen. Mit seinen blank polierten Schuhen und seinem perfekt sitzenden Anzug machte er einen sehr soliden und seriösen Eindruck. Mein Prozessgegner Jeff Webster und sein Anwalt Dr. Stone konnten sich allerdings nicht minder gut in Szene setzen. Auch ihr Auftreten wirkte ernsthaft und vertrauenswürdig. Beide sahen nicht unattraktiv aus. Sie trugen Designer. Sappelot. Müde. Sie trugen Designeranzüge, teure Uhren und wirkten auf jedermann authentisch und glaubwürdig. Ich war die Freakshow. Billige Klamotten, dunkle Schatten unter meinen übermüdeten Augen und ein starker ausländischer Akzent, der beim Publikum nicht wirklich gut ankam. Meine Anschuldigungen, die sich gegen Jeff Webster vorbrachte, hätte ich als Außenstehender höchstwahrscheinlich auch nicht geglaubt. Der Majordomus bestätigte meine zuvor gemachte Aussage. Er begann zu erzählen. Vor 2 Monaten besuchte der Kläger Peter Becker meinen damaligen Boss Herrn Webster. Herr Becker behauptete, dass er vor mehr als einem Vierteljahrhundert bei dessen Vater ein Testament hinterlassen hätte. Ich dachte zuerst, er sei verrückt. Immerhin wirkte er jünger als 25 Jahre. Doch es kam noch toller. Er bezeichnete sich als den rechtmäßigen Erben von Mr. Websters Anwesen und erhob Anspruch auf das Millionenerbe eines gewissen Bill Doskenny.
Eine Urkunde, die sich angeblich im Haus befand, sollte beweisen, dass der Ausländer Peter Becker der wiedergeborene US-Bürger Bill Toscany sei. Mr. Webster fackelte nicht lange und ließ Herrn Becker aus dem Haus werfen. Zum Haus möchte ich gerne noch einige Anmerkungen machen. Einspruch, Euer Ehren, unterbrach Dr. Stone die Aussage des Majordomus. Wir haben alle Urkunden vorgelegt, welche eindeutig beweisen, dass das Haus, in dem mein Mandant lebt, in den 1950er Jahren von Bill Toscany an den Vater von Jeff Webster vererbt wurde. Lass mich nicht ablenken. Bill Toscany war ein alter, einsamer Mann, der seinem besten Freund sein ganzes Vermögen geschenkt hat. Dieses Vermögen hat mein Mandant danach von seinem Vater geerbt. Wir können alles lückenlos beweisen. Warum müssen wir uns diesen Schwachsinn von der angeblichen Wiedergeburt anhören? Um mir ein Bild zu machen, möchte ich die ganze Geschichte hören, unterbrach der Richter den Anwalt. Ich bitte den Zeugen, fortzufahren. Der Majordomus bedankte sich und erzählte weiter. Kurz und gut. Nachdem Peter Becker vom Sicherheitsdienst hinausgeworfen wurde, begann Jeff Webster, sein Haus auf den Kopf zu stellen. Im Schreibtisch seines verstorbenen Vaters fand er dann tatsächlich ein versiegeltes Kuvert. Es war jenes, nachdem Herr Becker gefragt hatte. Mr. Webster brach das Siegel auf und las die Urkunde, die sich in dem Kuvert befand. Er wurde blass im Gesicht und warf die Blätter in den offenen Kamin. Während das Papier den Flammen zum Opfer fiel, führte Mr. Webster mit ihm ein vertrauliches Gespräch. Ich sollte niemandem erzählen, was ich gerade gesehen hatte. Die anderen Hausangestellten bekamen von alledem ohnehin nichts mit. Viele Stunden später kehrte Peter Becker mit einigen Polizeibeamten zurück. Doch die Suche nach dem inzwischen vernichtenden Beweis blieb natürlich erfolglos. Ich bin mir heute sicher, dass Mr. Webster jenes wichtige Beweismaterial vernichtet hat, das bestätigt hätte, dass Herr Becker tatsächlich im Jahr 1951 seinen Besitz dem Vater von Jeff Webster für einige Jahre zur freien Nutzung überlassen hatte, wie er vor Gericht behauptet. Dass wir jetzt das Jahr 1976 schreiben und Herr Becker erst 24 Jahre alt ist, spielt keine Rolle. Ich glaube ihm, dass er der wiedergeborene Bill Toscany ist. Wie schon zuvor mit meiner Aussage wurde es im Gerichtssaal wieder etwas lauter. Aber der Richter musste nicht nochmal mit seinem Hammer für Ruhe sorgen. Diesmal genügte seine autoritäre Stimme. Haben Sie noch weitere Fragen an den Zeugen? Wollte der Richter von meinem Anwalt wissen. Dieser verneinte und somit konnte Jeff Webster Winkelart Foucault, die Majordomus, verhören. Er versuchte, die Behauptung, dass Mr. Webster die Urkunde verschwinden ließ, mit vielen Suggestivfragen zu entkräften. Mein Herz schlug immer schneller. Ich bekam kaum noch Luft. Ich hoffte, dass der Majordomus jetzt keinen Fehler machen würde, wenn es diesem Dr. Stone gelang, unseren Zeugen als Lügner hinzustellen. Dann war meine ohnehin geringe Chance, den Prozess zu gewinnen und mein Recht zu bekommen, dahin. Soviel ich weiß, wurden Sie von Mr. Webster vor einer Woche entlassen, begann Dr. Stone die Befragung. Könnte es sich bei Ihrer heutigen Aussage nicht um einen kleinen Racheakt handeln? Meine Entlassung hat mit meiner Aussage nichts zu tun, verteidigte sich der Majordomus, ruhig und souverän. Und warum haben Sie sich dann in diesem Prozess nicht schon früher zu Wort gemeldet? Fragte Dr. Stone mit ironischem Unterton. Einspruch, Euer Ehren, unterbrach mein Anwalt das Verhör. Der Zeitpunkt tut doch nichts zur Sache. Einspruch abgewiesen, sagte der Richter. Fahren Sie mit Ihrer Befragung fort, Dr. Stone. Ist es wahr, dass Sie in Ihrer Eigenschaft als Majordomus einen Teil der Gehälter für die Ihnen unterstellte Dienerschaft unterschlagen haben und aus diesem Grund entlassen wurden? Fragte Dr. Stone provozierend. Das ist nicht wahr, konterte der Majordomus, ruhig und betont gelassen. Ich wurde entlassen, weil ich mich entschlossen habe, hier die Wahrheit zu sagen. Ich arbeitete zuvor sehr, sehr lange für Mr. Webster. Und es gab niemals einen anderen Grund, mich zu entlassen. Das wissen Sie genau. Ich hoffe, Sie sind
sich bewusst, wie schwer ihre Anschuldigungen sind und wie hoch die Strafe für falsche Zeugenaussage ist?", sagte Dr. Stone mit einem eiskalten Lächeln. "Wie viel Geld hat man ihnen geboten, damit sie hier Lügen verbreiten?" "Ich habe ihr unmoralisches Angebot abgelehnt und kein Geld genommen, um zu schweigen. Und ich spreche hier die Wahrheit, ohne mir dafür eine Belohnung zu erwarten", antwortete der Majordomus beherrscht und aus meiner Sicht glaubwürdig. Aber es war allen klar, dass ich ihnen im Falle eines Erfolges nicht vergessen würde. "Wenn das Hohe Gericht es erlaubt, dann tritt Mr. Webster gerne den Gegenbeweis an und ruft einige seiner von diesem Herrn geprellten Dienstboten in den Zeugenstand." Während er sprach, steigerte er die Lautstärke bei jedem Wort und zeigte mit der ausgestreckten Hand theatralisch auf den Majordomus. Die Zuseher betrachteten ihn misstrauisch. "Ich bin ein ehrlicher Mann", verteidigte sich der Majordomus. "Seit über 30 Jahren diene ich im Haus der Familie Webster und ich habe mir in all den Jahren noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ich bin froh, dass Ihr Vater nicht mehr miterleben muss, was aus Ihnen geworden ist. Er würde sich im Grabe umdrehen." "Ich zeige Sie nicht nur wegen falscher Zeugenaussage an, sondern auch noch wegen übler Nachrede", schnaubte Jeff Webster. "Ein Verfahren wegen der Veruntreuung läuft ja ohnehin schon gegen Sie." Der Anwalt setzte noch eines drauf. Er wendete sich an das Publikum und schwenkte dann beim Sprechen seinen Blick zu den Geschworenen und dem Richter. In künstlicher Aufregung rief er: "Ein Straftäter, ein zukünftiger Gefängnisinsasse, das ist der Kronzeuge von Peter Becker." Im Gerichtssaal wurde es wieder laut. Hunderte Schaulustige wohnten schon seit Beginn des Prozesses jeder Verhandlung bei. Es verging kein Verhandlungstag, ohne dass Zeitungen, Radio und Fernsehen über diesen ungewöhnlichen Prozess berichteten. Meine Geschichte fiel in die sogenannte allsommerliche saure Gurkenzeit. Im ganzen Land wurde darüber berichtet. Auf den Straßen wurden illegale Wetten über den Ausgang des Prozesses abgeschlossen. Die Quoten für mich standen sehr schlecht. Nur wenige Leute glaubten, dass ich auch nur den Hauch einer Chance hätte, diesen Prozess zu gewinnen. Je mehr Details bekannt wurden, desto geringer wurde die Zahl jener, die an meinem Erfolg glaubten. Die Verhandlung wurde unterbrochen und sollte am nächsten Tag fortgesetzt werden. Ich ging mit meinem Anwalt Dr. Hagles aus dem Gerichtsgebäude. Zum Glück scharten sich diesmal die Journalisten und Paparazzi um den Majordomus. Ich konnte ausnahmsweise unbehelligt zum Wagen gelangen. Dr. Hagles klopfte mir aufmunternd auf die Schulter. "Nur Mut, Peter. Jetzt, wo wir den Majordomus endlich überreden konnten, für uns auszusagen, wird es aufwärts gehen", sagte er. Ich war mir da nicht so sicher. Trotzdem gelang es Dr. Hagles, mir etwas Mut zu machen. Ohne ihn hätte ich schon lange aufgeben müssen. Er gehörte zu jenen Anwälten, die für Zivilprozesse nicht sofort Geld sehen wollten, sondern erst im Erfolgsfall ein ordentliches Erfolgshonorar kassierten. Ich war finanziell total am Ende und eine normale Kanzlei hätte mich niemals zu diesen Bedingungen vertreten. Meine Erfolgsaussichten waren so gering, dass die meisten Anwälte keinen Tag Arbeit in meinem Fall investiert hätten. Dr. Hagles half mir, weil er davon überzeugt war, dass meine Geschichte stimmte. Ich hoffte, dass es mir bald möglich sein würde, ihn für seine Loyalität zu belohnen. In seinem Auto war es unerträglich heiß. Das Geld für die Reparatur der Klimaanlage fehlte. Dr. Hagles investierte alle seine Dollars in meine Verteidigung und finanzierte zu dieser Zeit auch mein Leben. Ich schwitzte erbärmlich und freute mich auf eine kalte Dusche. Das Jahr 1976 hatte es in sich. Mein Lieblingssänger Elvis Presley weilte noch unter den Lebenden. Bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal erreichten die Vereinigten Staaten hinter der UdSSR und DDR den dritten Rang. In Seveso, einer kleinen italienischen Stadt in der Nähe von Mailand, zerstörte eine Dioxinkatastrophe die Lebensgrundlage dieses Ortes. Die Bevölkerung musste evakuiert werden. In vielen Städten der USA und Westeuropa war die Luft ebenfalls immer wieder von Smog beeinträchtigt. Bei den kürzlich
fertiggestellten Twin Towers in Manhattan drehte eine Filmcrew aus Hollywood die letzten Szenen für das Remake von King Kong. Das Original hatte ich in den 1930er Jahren in einem Kino bewundert, das mittlerweile zu einer Burger King-Filiale umgebaut worden war. Etwa zur gleichen Zeit fand die Präsidentschaftswahlkampf statt. Der Erdnussfarmer Jimmy Carter gewann die Wahl gegen den Republikaner Gerald Ford. Ich hätte wie früher die Grand Old Party gewählt, aber offiziell beide Kandidaten finanziell unterstützt. Leider war ich seit meinem Ableben kein US-Bürger mehr. Meine einzelne Stimme hätte Gerald Ford aber mit Sicherheit auch nicht mehr geholfen. All diese Ereignisse bekam ich allerdings nur am Rande mit. Der Prozess gegen Jeff Webster beanspruchte 110% meiner Aufmerksamkeit. Dr. Huggles besprach mit mir während der Fahrt nicht nur die Ereignisse der letzten Stunden, er wollte mich auch auf den nächsten Prozesstag vorbereiten. Er war erschöpft und hatte große Mühe, ihm geistig zu folgen. Mir war völlig bewusst, dass der nächste Tag mein Schicksal entscheiden konnte. Bedauerlicherweise hatte ich nicht nur ein Problem mit meiner Glaubwürdigkeit, diese stand mehrheitlich auf der Seite von Jeff Webster, der den einzigen konkreten Beweis für die Richtigkeit meiner Aussage vernichtet hatte. Ich konnte den Zweiflern nicht einmal böse sein. Sie besaßen, im Gegensatz zu mir, ja keine 180-jährige Lebenserfahrung. Alles, was ich hatte, war die Hoffnung, dass der schon etwas angeraute Richter mit seiner langen Berufserfahrung erkennen konnte, wer log und wer die Wahrheit sprach. Der Wagen hielt schließlich vor Dr. Huggles Haus in New Jersey. Es war eines dieser netten mittelgroßen Reihenhäuser in einer für New Jersey typischen Wohnstraße. Verglichen mit meinem Anwesen in den Hamptons, in dem sich Jeff Webster breit gemacht hatte, war diese Unterkunft eher bescheiden. Ich lebte seit Prozessbeginn bei meinem Anwalt. Wenn er mich nicht bei sich aufgenommen hätte, dann wäre ich in New York, wo ich Anfang der 50er Jahre zu den reichsten Unternehmern zählte, ohne festen Wohnsitz gewesen. Dr. Huggles war mein einziger Halt in diesen finsteren Tagen. Als ich ihn vor 25 Jahren zum ersten Mal sah, da war er etwa so alt wie ich. Und mein damaliges Leben ging dem Ende zu. Nun war er so um die 50. Sein einst so junges Gesicht hatte einige Falten bekommen. Trotzdem sah er noch ganz passabel aus. Nach seiner Entlassung durch Jeff Webster war dieser Prozess die beste Werbung für ihn. Verlor er, dann war das für ihn nicht so tragisch wie für mich. Gewann er aber wieder erwartend, dann winkten ihm Ruhm und Klienten ohne Ende. Aber das war nicht der einzige Grund, warum er mir half. Wir betraten das gut klimatisierte Haus. Mir war hundeelend zumute. Trotz meines jugendlichen Alters fühlte ich mich wieder einmal, dass ich schon seit mehr als 180 Jahren existierte. Ich verzichtete auf die Dusche und warf mich erschöpft und noch völlig bekleidet aufs Bett. Ohne mich zuzudecken, schlief ich auf der Stelle ein. Obwohl ich unsagbar müde war, hasste ich den Schlaf. Seit ich mich wieder an meine Vorleben erinnern konnte, träumte ich jede Nacht von längst vergangenen Jahrhunderten. Die Geister der Vergangenheit lagen wie ein Fluch über mir. Jede Freude, die ich je empfunden hatte, löste Wehmut aus und jeden Schmerz, den ich je erlebt hatte, musste immer und immer wieder durchleiden. Trotzdem hoffte ich, mein unabwendbares Schicksal überlisten zu können. Der Prozess musste gewonnen werden. Aber das, was später kommen würde, dachte ich gar nicht, erst lange nach. Ich merkte gar nicht, was ich anrichtete, je mehr ich versuchte, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Dabei fing alles so harmlos an. Also wer jetzt noch wissen will, wie es weitergeht, es wird mit Sicherheit spannend. Der soll einfach weiterlesen. Oh yeah, oh yeah.